Ich hatte auch einen Moment mit John. Ich und zwar, wir haben eine... Das verstehe ich. Wir haben eine Folge... Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Also liebe Freunde, wir wollten gleich nochmal ein bisschen rausgehen, ein bisschen wandern, ein bisschen spazieren, ein bisschen rausgehen und extreme... E-Scooter fahren wir. Ein bisschen E-Scooter fahren und ihr wisst, ne, andere E-Scooter-Gangs, so ein bisschen hier ein bisschen aufmischen in der Stadt. Sollen wir ein bisschen vorglühen? Hast du was? Ja, du hast ja schon... Das Problem ist immer, wenn man mit Jazz trinkt, dann achtet er immer auf die Kalorien. Ey, lass mal coole Storys erzählen über John, weil ich habe nämlich gehört, dass du erzählt hast, dass ich Stress geschoben habe. Hat der John irgendwas in seinem Stream erzählt gegen mich? Weil ich gesagt habe, dass wir wegen ihm immer aus dem Club geflogen sind. Hast du irgendwie auch was rausgehauen oder was? Du hast dich verteidigt. Ja, natürlich. Mit Lügenstories. Nee, das ist keine Lügenstory. Wisst ihr, wie wir John bei uns nennen? Es gibt ja Beweisfotos. Das Ding ist, es gibt Beweisfotos. Zeig mir die Beweisfotos. Die habe ich gerade nicht da. Aber ja. Die werde ich. Wie wäre es? Wo soll ich die posten am besten? Das ist die Frage. Im nächsten Stream oder so. Du postest gar nichts. Deine gefotoshoppten Fake-Fotos posten. Ich glaube, die sind sogar in deinen Videos, wo wir auf alte Fotos reagiert haben. Nein, niemals. Doch, ich glaube schon. Niemals. Das eins der Fotos. Ob wir doch nur Wasser trinken? Boah. Rechnest du dir schon was aus? Ja, schon ausgerechnet. Wie findet ihr die Frisur von Jazz? Trink! Er ist abgelenkt. Nein. Aber die Frisur ist Killer. Ja? Ja. Du hast auch eine neue heute. Ja, ich wollte auch eigentlich nur, dass du das einmal erwähnt hast, weil deine Frisur hast du ja ein bisschen länger. So holt man sich eigene Komplimente ab. Fishing for Compliments für Arme. So, das ist Manipulationskompliment-Psychologe. Oh Gott. Guck mal, jetzt sind wir mal zu dritt. So, ne? Jetzt ganz auf spontan. Ihr könnt uns jetzt innerhalb der nächsten einer Minute Themen sagen. Sachen, die ihr über uns drei sehr weisen Menschen immer schon mal wissen wolltet. Wir kennen uns schon sehr lange, oder? Ja. Außer John, der ist ja... Ihr kennt euch lange und wir kennen uns lange. Wir kennen uns so... Ja, John sagt immer, er kennt mich vor lange früher vom Tanzen, aber ich habe ihn nie da gesehen. Ja, aber ich habe dich Lügner, gesehen. John. Ich habe ganz genau sagen können, was Jazz sogar anhatte. Worüber möchtest du reden? Irgendein Thema. Sag mir jetzt ganz spontan ein Thema, worüber du jetzt reden möchtest. 3, 2, 1. So zack, jetzt aus dem Nichts. Mike. Erotik. Du hast gesagt, ich soll irgendein spontan ein Thema sagen. Okay, darf ich was trinken? Ja, lass mal alle was. Ja, yeah, ich bin besoffen. Alexa, alle Lampen an. Ein Glas besitzt. Ah, oh, ist eine Tasse, alter Fuck. Hier, wollt ihr aber auch pur, also ich weiß gar nicht, ob ihr pur trinkt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr so hart seid wie ich. Pur. Was haltet ihr von Fanfictions? Cheers, lass mal anstoßen. In die Augen gucken, danke. Sonst? Ja, sonst 7 Jahre schlechter. Alter. Siehst du, und da sind wir schon wieder bei der Erotik. Oh, ich hab dir gerade weggeguckt. Boah, Alter, du bist im Arsch. Ich bin voll am Arsch, Leute. Nee, wir wollten heute einfach mal rausgehen auf entspannt einfach. Ey, diese Frage wurde schon so oft jetzt gestellt. Du hast eine Freundin, nein, ich habe keine Freundin. Was war das Unerotischste, was du vor einer Frau gemacht hast? Ich hab direkt so eine Story. Von mir? Ja. Oha, hau echt raus. Jetzt? Hau raus. Das hast du mir im Nachhinein erzählt. Dann hau raus. Das war, Was habe ich dir erzählt? Es war halt so eine Situation, ich sich mal ein Mädel getroffen und dann war sie halt irgendwann auch mal da bei uns. Ich krieg richtig Herzklopfen gerade, was kommt jetzt? Und ich und Vince waren dann so im Wohnzimmer und dachten so, ey, da passiert jetzt was, so wie so kleine Kinder so. Am nächsten Tag kam Judah raus und meinte, ey, ich war so kaputt, ich bin einfach eingeschlafen neben mir. Das hat nichts mit Erotik zu tun, das passiert mir jedes Mal. Alter. Das war so lustig. Nee, da haben wir was getrunken und habe ich ein bisschen so viel getrunken, dass ich eingepennt bin. Ja, aber hey, das passiert auch den Besten. Das ist ja nicht unerotisch. Das ist ja nicht unerotisch, ist auch nicht peinlich. Na, ich aber auch da nicht. Kommt doch irgendjemand Oha, mit Bier mit. Das geht. Digga, Alter, was ist denn hier für eine Partysituation auf einmal hier? Ist alles falsch? Nein, alles aber noch was anderes mitgebracht. Was denn aber noch? Das sage ich nicht laut. Das habe ich dich schon öfters gefragt. Wie lang ist dein Penem? Altersgrenze bei Partnerin oder One-Night-Stand? Also, Altersgrenze... Bei mir die schon so ab 18.
Ja. Nee, bei mir nicht, nee. Ich mache jetzt keinen Witz, also, es ist viel zu gefährlich, jetzt einen Witz zu machen. Bei mir so 32, 33, 24, eher so 24. Mhm. Ab 24. Okay, unter 24. Nicht, ja. Und die Grenze nach oben? Die Grenze nach oben würde ich sagen, boah, schwierig. Ist ja auch dumm eigentlich. Kann man glaube ich, gar nicht sagen, nach oben hin. Weil man hat dann verschiedene Vorstellungen halt, ne, und dann ist halt trotzdem, jeder sieht anders aus mit 70, aber ich weibe ich jetzt nicht gerade auf 70, so. Aber das hat dann nichts mit dem Alter zu tun, sondern vielleicht auch mit was anderem. Was ist denn mit dir? Was ist denn eine Altersgrenze? Ich würde sagen, so ab 20, so. Das kommt immer, ich finde... Ja, du hast eben 18 gesagt. Ja, ab 18 ist sowieso, das ist die unterste Grenze, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt so ein Ding auch, wie so eine Person drauf ist, ne? Es gibt ja Leute, die sind mit 18 noch dumm. Und dann gibt es mit 18 Leute, die schon sehr viel im Kopf auch reifer sind und so, mit denen du auch also schreit auch jemand, also kannst. Spielt Optik eine Rolle. Ja, natürlich. Also am das am Anfang immer schon, weil du halt klar. Nur die, zum Beispiel, klar, du willst dich natürlich auch mit dem Auge verlieben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber im Nachhinein stellt sich trotzdem, ist wichtiger, dass... Ist die, ich finde eher Optik am Anfang, ja, definitiv. Ich will mich da auch nicht verstellen. Aber sie verliert mehr und mehr an Wert mit der Zeit. Viel wichtiger ist der Alkohol dann. Nein, aber es gibt tatsächlich einen wichtigen Punkt, den viele immer falsch verstehen. Und zwar ist die Optik ist ja gleichzustellen mit einer gewissen Eigendisziplin, mit einer gewissen Mühe, die du im allgemeinen Alltag an den Tag legst. Wenn ich jetzt sage, ich bin total der Schluffi und mir ist Optik scheißegal, ich bin so ein Mensch, der guckt nur aufs Innere, dann ist das natürlich lieb, ist das natürlich total ehrenvoll, das zu sagen, aber es zeigt halt auch so, ey, wenn du dich noch nicht mal morgens vorm Spiegel ein bisschen Wasser ins Gesicht, Zähne putzen und okay, saubere Klamotten anders, so, ja. Dann, well, dann ist das vielleicht auch in anderen Phasen deines Lebens. Ja, so. Und ich weiß, wir machen uns gerade hier fucking unbeliebt auf einmal, so, es ist alles sehr schnell ausgeartet hier. Also, oha, okay. Nee, aber denn? Ich finde, es ist also ich zu sagen, genau, ich finde, beide Sachen sind in dem Sinne wichtig. Ja. Also genau, die Sache ist halt, ne? Hygiene ist halt ultra wichtig. Hygiene so. Auf jeden Fall super wichtig. Das sind Dinge, die ich auf jeden Fall sehr krass vernachlässigt habe. Aber das ist ja auch der Hauptfaktor bei Optik eher. Ja. Das ist halt die Hygiene. Eine Sache ist nochmal ganz wichtig, wenn man sagt so, und dass da viele Jungs sagen, Optik ist mir scheißegal. Gibt es viele, weil dann das Mädchen sagt, ah, okay, er versteht uns und das ist wichtig, so, aber es ist Quatsch, weil die Optik heißt nicht, okay. Das ist einfach dein Geschmack. Es ist ja, genau der Geschmack, genau. Secret Model. Genau. Das sind ja nicht weiß und schwarz. Genau, und das vertauschen die Leute. Die denken, Optik heißt für die Gesellschaft schön. Genau. Aber für mich kann halt auch ein Mädchen, was vielleicht für ganz viele Leute vielleicht als ugly beschimpft werden könnte, vielleicht auch trotzdem hübsch sein, weißt du so. Und dann würde es mir dann da auch um die Optik gehen, so. Um etwas, wo ich sage, das ist interessant für mich einfach so. Das ne? ist halt die eine Hälfte und die andere genau, ist genau. Halt der vor allem Optik ist relativ, das haben wir nicht vergessen. So. Vor allem zum Beispiel, ich gucke bei Optik so voll auf Details immer. Also zum Beispiel halt, ich stehe auf so eine bestimmte Art von Augen, auf eine bestimmte Art von Haarstruktur auch zum Beispiel bei einer Frau. Zum Beispiel, ich mag super gerne so glatte Haare bei Frauen. Ne? Und das ist halt einfach nur dann so meine Vorliebe, die ich habe. Und das ist dann, es ist klar schon, das Gesamtbild ist auch wichtig, aber ich finde eher so die Details halt wichtig. Mhm. Ne? Das heißt, und da guckt jeder auf, wahrscheinlich auf verschiedene genau, Details. Genau. Und wenn du sagst so Optik, dann gehören ja diese Details auch dazu, zu genau. dieser Optik, genau. Und viele denken halt, ne, weil klar, bei TikTok, ne, da sind dann manchmal so mit so einem sehr heftigen Vorbau und dann lass ich mal Like da auf Spaß so und alle so, ja, okay, das ist Drews Geschmack so. Also ich bin nicht, ich bin ja nicht, was ist allgemein bekannt? Dass du auf einem großen Vorbau stehst. Ja, aber ich hatte ja auch Freundin gehabt, die halt keinen großen Vorbau, trotzdem habe ich die ja geliebt, also ist ja komplett irrelevant so, ich mache halt, wie soll ich sagen? Ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ich würde niemals, also es wäre sehr fake zu sagen, ey, ich suche mir mein Girl jetzt über TikTok und sage, boah, Hammer, viele Likes, sonst was, großer Vorbau, schönes Gesicht. Und ich sage, Hammer, das ist meine Traumfrau. Niemals. Mhm. Niemals. Nee, geht ja auch gar nicht. Oh mein Gott, das schreibt gerade, das habe ich gerade aus dem Augenwinkel gelesen. Wie kannst du das von hier aus lesen? Weil ich verdammt gute Augen habe. Da schreibt jemand, würdet ihr mit jemandem ausgehen, der weniger als 10.000 Follower hat? Finde ich, an alle Leute, die zuschauen, ein sehr kritisches Thema. Würde ich niemals machen. Nein, Spaß. Nein. Aber was ist das für eine Frage? Follower
Ich kenne Menschen, ich kenne Mädchen, die noch nicht mal Social Media haben. Es geht darum, darf es nicht gehen. Das dürft ihr niemals denken, dass es darum gehen darf. Ja, das ist mir jetzt so gerade so. Das ist, wenn irgendjemand wirklich im Chat denkt, dass es darauf ankommt, streicht das sofort. Das ist gar nichts. Das hat noch nicht mal einen Stellenwert. Ich glaube, in unser alle Auge, oder? Ja, voll, voll. Also eher finde ich es viel interessanter, wenn sie halt gar nichts damit zu tun hat. Oder vielleicht 200 Follower, aber sie kennt alle 200 Follower, weil das sind ihre Freunde, ihre Oma. Oh, okay, aber wenn ich, ja. Und dann... Die muss jetzt nicht 200 Menschen kennen, wa? Ah, okay, das wäre viel. Das ist viel. Mit stellvertretender Direktor und so. Verstehen sich gut. Schreibt einer, ja, 20.000 müsste es schon sein. Riser, nee, wirklich nicht, gar nicht. Wenn ich jetzt eine Influencerin daten würde, dann hätte man sehr oft dieselben Gesprächsthemen. Wie viele Likes hat das Bild von dir? Wie viele Likes hat das Bild? Ich glaube auch, wenn man sagt, so komm, wir halten uns komplett fern davon, irgendwann schwappt es dann trotzdem rein, weil man darf nicht vergessen, der Job so und dieses ganze im Internet stehen, das beschäftigt einen manchmal so oft, so viel und so dermaßen, dass man halt dann irgendwann trotzdem abdriftet so. Was ist euer Mädchentyp? Unterschiedlich. Ist wirklich unterschiedlich. Ey, ich hab zum Beispiel schon einen sehr bestimmten Typ. Du hast einen bestimmten Typ? Ja. Ich bin immer. Große Nippel mag der Jazz. Groß. Nein. Das muss aussehen wie ein Burger. Ich bin immer angezogen zu Frauen, die relativ hellhäutig sind, so ein bisschen Sommersprossen haben und irgendeine Form von Blond. Ach krass. Also, geht du bist auch, so. Ja, dunkelblond oder hellblond. Krass, bei mir gar nicht. Und also, glatte Haare. Ich stehe voll auf glatte Haare. Okay. So am besten so Mittelscheitel. Quasi so wie glatt. Ich eigentlich. Hätte Joe ein bisschen längere Haare. Sonst, ich habe schon sehr glatte Haare. Und ein bisschen Bart, mag ich auch. So ein bisschen Bart. Nee, aber ist schon so ein bestimmter Typ. Ich merke das, dass ich immer da hingezogen werde. So erstmal rein optisch. Ne? Mm. Wenn du jetzt nur rein vom Optischen gehst. Auf jeden Fall. Ja, ey, ganz ehrlich. Hey, aber du niemand, hast doch, niemand. Du hast doch auch einen bestimmten Typ. Alle deine Ex-Freundinnen hatten immer einen Vollbart. Also ich meine, manchmal finde ich es crazy, dass wenn jemand sagt, das sind meine Vorlieben, dass Leute sagen, hey, das ist ja voll, ne? Hey, voll engstirnig so und bla und was mit den anderen Mädchen, vielleicht sind die auch cool drauf. Ja, aber trotzdem, ja, aber man kann so ja trotzdem wie, wenn ich halt die Farbe blau schöner finde als die Farbe rot. Genau. Oh krass, du bist so voreingenommen. Du bist ein blau. Mein Lieblingsfarbe ist blau. Deswegen ist der Jazz auch so gerne blau. Blau und schwarz. Ja, crazy. Yeah. Würdet ihr einen Fan daten? Ich glaube, diese Frage war sehr oft. Schwierig, würde ich sagen. Weil ich glaube, es geht eigentlich so sehr ums Kennenlernen. Wie ist der andere Mensch? So passen wir zusammen. Und wenn die andere Person dann irgendwie vielleicht schon sehr viel über einen weiß, so, und man vielleicht selber nicht so viel, dann kann es schnell sehr einseitig werden. Ich würde halt immer noch sagen, es ist nicht der Fakt, dass es nicht klappt, dass es ein Fan ist, so, sondern halt, man muss verstehen, dass da halt diese Problematik ist, dass der eine weiß einfach mehr dann. Und wir reden hier von Fans halt, ne? Zuschauer ist nochmal was anderes. Der einfach sagt, komm, ich guck mal da manchmal rein und sowas, nochmal was anderes halt. Jemand, der weiß, was man da zum Beispiel macht, ist halt auch kein Fan. Also deswegen, wie definierst du Fan, ist auch wieder relativ. Boah, ich habe noch eine Vorliebe. Dutz. Dutz. Dutz, ja? Dutz. Krass, dass Jazz so klar schon... Ich finde, krass, so attraktiv bei Frauen. Ich fand eine Zeit lang, sehr, sehr lang, wirklich Pony immer süß. Aber ganz ehrlich, ich bin auch ein Emo-Alter gewesen. So, also mittlerweile würde ich, mag ich auch, ich würde schon auf jeden Fall sagen können, ich mag glatte Haare meistens mehr so, habe ich das Gefühl. Was heißt denn glatte Haare? Glatte Haare, wenn die Haare so horizontal gehen. Es gibt Locken und glatte Haare. Ja, das weiß ich aber. Ich weiß noch aber trotzdem, ein Mädchen mit lockigen Haaren ist trotzdem halt, kann ja trotzdem passen. Ne? Also deswegen meine ich so, klar. Schwierig. Boah, das ist so schwierig. Also viel damals, damals wirklich war richtig viel. Ich war aber auch so ein bisschen so, du musst wissen, so Skater, Punk, dies, das. Ey. Hier immer genommen, Spaß. Ich hab nie genommen. Du warst voll der Tektonik, Junge. Ich war in Tektonik. Aber selbst Tektonik ist auch schon so, war auch schon so ein bisschen Pony hier, ein bisschen Vukuhila. Ne? Du hast selber einen Pony hier und hier oben so hoch. Ja, guck mal, wie ich selber aussah. Oh, klar, dass ich dann halt auch, ne, so dann Zeit, ey. Pony heutzutage, wer käme gar nicht mehr in Frage für mich. Ich hab einfach immer noch einen fucking Pony, Alter, merke ich gerade. Ein Mädchen, die ganz klar im Leben steht, die weiß, was sie macht, die sich raushält, wenn du es nicht möchtest, aus gewissen verschiedenen Themen, die nicht für dich lebt, sondern die für sich lebt, ist für mich zum Beispiel wichtig. Das ist ein ganz klarer Faktor. Mädchen, die einen krassen Humor haben und
auch vielleicht stupid sind, so ein bisschen. Mm. Aber halt der Stupidness halt auch mächtig ist, dass sie halt nicht wirklich... Ja, dass du halt zusammen lachen kannst. Genau, dass man zusammen lachen kann. Das ist halt super wichtig, Humor. Vor allem, weil, ich meine, wir machen ja nicht umsonst so viel Humor, sondern wir lieben Humor ja irgendwo auch in unseren Kurzfilmen oder sonstigen oder Budien-Videos, ne? Weil Humor halt einfach so the shit ist einfach. Aber ich glaube, da würde jeder sagen halt irgendwie, ja klar, Humor ist mir wichtig, ne? Deswegen ist auch wieder so... Mhm. Oh Gott, hier im Chat sind so viele Sims awkward. Was sind Sims nochmal? Ich weiß nicht. Sims, das sind so ehrenvolle, wie soll ich sagen, so adelige Menschen. Ja. Genau, deswegen schreiben die öfters mal Sim zu mir, weil ich sehr adelig bin. Abgehoben? Nee, abgehoben nicht, sehr, sehr reich und weise. Reich an Wissen. Reich an gute Sachen sagen. Ich glaube, ich hatte mit Rezo mal so mega. Hatte ich nicht mit Rezo über ist das normal, über Stellung gesprochen? Waren die Girls immer jünger? Tatsächlich, bei mir schon. Nee, gar nicht. Aber, nee, es war ein Girl, war älter. Welches? Oh. Stille Post. Das ist echt so ein privates Thema, was du gerade geöffnet hast. Mit Veränderung der Stellenpost, okay. Ich glaube, die kennst du nicht, oder? Ist doch egal. Stille Post. Hey, das ist neu, das ist so heute zu. Ich hatte auf jeden Fall schon mal eine ältere Freundin für ein Jahr gehabt. Ja, wie viel älter? Ein Jahr. Ein Jahr älter? Ein Jahr, eineinhalb Jahre älter. Du hast für ein Jahr gehabt. Wie hat sich das ausgewirkt? Was gar nicht, alles mega easy so. Das Alter hat da in dem Sinne jetzt, dieser Altersunterschied von einem Jahr hat gar keinen krassen Unterschied gemacht, so letztendlich. Ey, ich hatte auch mal, als ich... Meine... Ich war 18, hatte ein Mädel, die war 27. Mhm. Boah, nee, ich war sogar 17. Du warst 17, sie war 27? Ja, ja, ja. Kranker Mann, Alter. Und ihr kennt Mütter, wie besorgt die sind. Und ich war ja noch in der Schulzeit, es war ja Abi-Zeit mit 17 so. Und ich war mit dem Mädel noch so um 2 Uhr nachts unterwegs, mit ihr in ihrem Auto und wir haben rumgemacht. Die war irgendwie 27. Und das war so ein großer Abtörner. Meine Mutter hat mich um 3 Uhr nachts angerufen und gefragt, so, wo ich bin, hat sich voll die Sorgen gemacht, während ich gerade mit dem Girl am Rummachen bin. Mhm. Ey, danach war die erotische Stimmung so vorbei. Flasche. Glaub ich dir. Du musst wissen, so Eltern, so asiatische Eltern, die sind ja auch generell sich öfters am Einmischen. Ich bin froh, dass meine Mama mittlerweile nicht mehr so ist, aber die war ja. Ey, aber war deine Mama auch zum Beispiel so besorgt, als du 16, 17 warst? Wenn du mal länger unterwegs warst? Wieso? Natürlich, meine Mom ist halt Asiatin, ne? Und da kann ich ganz, das ist sehr klischee-mäßig jetzt, ne? Aber ich kenne einfach keine asiatische Mutter, die halt nicht enorm besorgt ist. Deine Mom nicht so? Digga, ich hab ein fucking Jahr. Krass, dass du deswegen so ein Lügner geworden bist dann. Du hast ein Jahr geschwänzt? Nein, der hat nicht geschwänzt ein Jahr, der war ein Jahr bei mir einfach und hat mir gesagt, dass er keine Schule hatte. Und dann kam die Schwester und hat mich gefragt, hey, ist mein Bruder bei dir? Ich so, ey, soll ich es sagen? Aber was hast du denn gemacht? Du bist zur Schule gegangen und er hat bei dir im Bett gepennt, oder? Ich bin noch 20 Mal so alt wie John. Ich war schon längst aus dem Zivildienst raus. Warst du beim Zivildienst? Die letzten Jahre der Schule. Als ob. Die letzten Jahre der Schule. Dein jetziger ist 20 Jahre älter. Ja, why not? Ey, meine Eltern haben auch 10 Jahre Unterschied. Meine Eltern sind genau gleich alt. Die haben den selben Tag Geburtstag? Genau. Sind das Zwillinge? Nein, das nicht. Eine Frau mal betrogen ist ein Thema hier. Oh. Boah, ich glaube, das sollten wir nicht anschneiden. Nee, das sollte man auch nicht anschneiden. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ja, wie er damit umgeht. Ich glaube, die Gesellschaft gibt uns vor, eine gewisse Art und Weise zu pflegen, wenn es um das Thema Betrug geht. Weil... Oh, der hat dich betrogen, das ist ein... Oder sie hat dich betrogen, sie ist eine... Und das wird nie wieder funktionieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man das von ganz oben betrachtet, geht es im Endeffekt nur darum, dass der eigene Stolz geknickt ist. Dass diese Person, die gegenüber mit dir dein Leben teilt, auf einmal entschieden hat, ey, ich rede nicht mit dir über meine Bedürfnisse, ich verheimliche etwas vor dir und mache meinen Willen so. Es gibt ja auch viele, viele, viele Beziehungen, die offen sind, wo ein Austausch zwischen mehreren Menschen stattfindet und trotzdem verstehen sich Menschen. Und ich glaube, das Schlimmste an einem Betrug ist nicht der Akt,
der körperlichen Zusammenfindung von anderen Menschen, sondern tatsächlich darüber, dass man nicht darüber geredet hat und eine andere Person, man sagt so schön, ein Horn aufgesetzt hat. Also man hat sie quasi... Ja, aber du hast ja die Abmachung, ja, auch wenn es die stille Abmachung ist, dass du treu bist. Außer ihr habt das vorher geklärt. Doch, nein. Doch, hast du, weil es doch, es ist in der Gesellschaft so verankert, das heißt, man geht. Genau, es ist in der Gesellschaft so verankert. Mhm. Aber, ja, aber deswegen. Und deswegen, sage ich so, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin so davon reflektiert, dass ich mich nicht von dieser gesellschaftlichen Ebene beeinflussen lasse. Ich sage, okay, pass auf, du hast eine Entscheidung getroffen, du hast mit einem anderen Menschen geschlafen, aber ich möchte trotzdem noch mit dir zusammen sein, weil ich daran glaube, dass du einen Fehler gemacht hast, selber vielleicht aus Fehlern lernen kannst, aber in dem Moment einfach warst. Ist doch im Endeffekt so. Wir alle sind. Aber warum macht man das nicht vorher? Also was? Im Sinne von, warum klärt man nicht, hey, ich bin so. Weil du das ja vielleicht auch gar nicht weißt. Ja, manchmal ist das, also man sagt immer so, abklären. Männer und Frauen können nie Freunde sein, das sagt man immer so, ne? Aber trotzdem habe ich mit manchen meiner Freundinnen, also Freunde weiblicher Art, tolle Abende gehabt. Wirklich, war auch alles immer geklärt und so. Wir haben Alkohol getrunken, wir haben Spaß gehabt und irgendwann um 2 war ich zu Hause. Mhm. So. Aber irgendwann gab es auch mal die Situation, da dachte ich so, ist das so eine Situation wie im Film, wo man sich jetzt nach vorne beugt und sich küsst? Hätte sein können, aber nee, will ich jetzt gerade nicht. Ob ich eine Freundin hatte oder nicht, oder ob ich wusste, dass diese Person einen Freund hatte oder nicht, war für mich dann in dem Sinne egal. Es war für mich so, okay, wir beide sind irgendwie cool miteinander, aber ich bin irgendwie horny. Aber wenn du eine Freundin hast, musst du ja mit den Konsequenzen leben, wenn du es nicht vorher, sag ich mal... Das stimmt, wir machen direkt. Das ist so echt so schwierig. Wir machen direkt weiter. Ich muss mich aber extrem krass bedanken für Cara Mind. Jo, hier noch eine Frage. Ja. Schon mal was mit dem gleichen Geschlecht gehabt? Ich habe meinen damaligen Mitbewohner. Wir jeden Tag? wir jeden Tag. Ich habe meinen damaligen Mitbewohner auf den. Ich habe ihn geküsst, um herauszufinden, ob ich darauf stehe. Ach krass, echt? Jetzt hast du mir die Story erzählt? Nee. Nee, ne? Nee. Das ist voll interesting, crazy. Und? Ja. Ich nein, überhaupt nicht drauf. Nee. Ach krass. Ich hatte auch einen Moment mit John. Also wir haben nicht rumgelegt. Ich habe ihn nur auf den Mund geküsst. Ne? Ja. War auch, ist ja auch einer mit meiner besten Kumpels. Wir haben 4 Jahre zusammen gelebt und die Kindheit zusammen miteinander gebracht. Und irgendwann waren wir betrunken. Und, ich finde das mega, und mega cool, dass so, man... Es reicht. Ja, weil, du bist weil, super offen, ey. Ja, die Sache ist, ich was ich halt immer bei ihm gemacht habe, ist, wenn wir so gechillt haben, was getrunken haben und so halt in der WG, kam ich halt immer so an und habe ihn so angefangen zu betatschen, einfach irgendwie zum Spaß, um ihn zu ärgern. Ja. Und er so, boah, lass das. Und dann kam er aber später an und hat das selber bei mir gemacht. Und ich so, es reicht. Wir müssen jetzt herausfinden. Bitte mach weiter. Ob wir auf uns stehen oder ob wir auf dasselbe Geschlecht stehen. Hey, dann habe ich ihn einfach genommen und so auf den Mund geküsst. Ja. Und ich meinte so, okay, da ist nichts. Also für mich persönlich. Krasse gar Story, nichts. Digga. Und der auch so, der so, ah! Ja. Nein, bei mir auch nicht. Ist so, okay, gut. Dann haben wir das geklärt. Hey, aber das ist doch. Sorry, ne? Weil, wenn das ein Mädchen gewesen wäre, du, Jessica, hätte das jetzt erzählt, dann wäre das so. Oh, erzähl mehr von dem Abend. Ja. Und ich finde das derbe gut, dass du auch mal deine Erfahrungen teilst, weil Männer sind ja immer so, oh, du Schwuler oder irgendwie. Voll so krass, cool, Alter, so. Voll. Aber im Endeffekt darfst du doch auch deine Erfahrungen machen. So, ja. Ich persönlich habe sowas halt noch nie gemacht. Vielleicht, weil ich auch mich nicht getraut habe. Vielleicht, wer weiß, keine Ahnung. Ich meine, manchmal habe ich auch meine schwulen Momente, in Anführungsstrichen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt nicht dieser klassische straighte Mann, wo ich mal mir Bodylotion auftrage für meine Ellbogen und so, weil ich habe echt trockene Ellbogen. Warum sind wir jetzt bei Ellbogen? Weil, nein, ich meine, im Endeffekt... Bodylotion. Küsst euch jetzt alle. Im Endeffekt... Jetzt wird's grenzwertig. Wow. Mit den Ellbogen. Aber da, nein. Ich finde das gut. Ich finde es das super, dass du das herausgefunden hast. Ja. Finde ich so, mega krass, ja. Weil... Viele trauen sich das einfach nicht. Ey, ohne Witz. Und zu nicht trauen, kommen wir auch zur Story mit John halt. Alles gut. Wart ihr kurz davor, euch zu küssen? Nee, also am Moment, wo wir wahrscheinlich beide denselben Gedanken hatten, so, ne? Hast du es in seinen Augen gesehen, oder? Nee, wir haben es beide gefühlt. Unsere Herzen haben sich auf einen jetzt Moment kurz connected. Jetzt verstehe ich das viel besser zwischen euch. Und zwar, wir haben eine... Das verstehe ich.
Wir haben eine Folge. Nein, wir haben eine Folge Black Mirror geschaut. Aha. Und die Folge hieß Black Viper, ne? Striking Viper. Striking Viper. Und da waren so zwei Bros einfach, die auf einem Sofa saßen, ne? Und im Game hat der eine die Frau gespielt und der andere den Jungen. Aber das Spiel war halt so fortgeschritten, dass man sich dann halt auch irgendwie so lieben konnte. Und die haben sich verliebt im Spiel. Also waren eigentlich zwei Dudes. Und zwei Dudes. Und dann haben die auf einmal mega... Und die waren nicht schwul. Die hatten, glaube ich, einer hat sogar eine Freundin gehabt sogar im Real Life. Oder eine Frau hat sogar eine Frau gehabt. Und dann haben die sich im Spiel aber so krass verliebt. Und dann haben die sich in Real getroffen. Und ach dann so, die haben nicht nebeneinander gespielt. Genau, die haben nicht nebeneinander gespielt. Und dann waren die auf einmal so... Lieben wir uns jetzt? Weil im Spiel war das so real auf einmal, ne? Aber mhm. wir sind beide nicht schwul, so wie. Und dann gucken die sich halt so an und küssen sich so. Und in dem Moment saß ich so mit neben John. Saß ich neben John auf dem Sofa. Wir gucken uns so an so. Und dann guck ich so an. Ich so, mega awkward. Müssen wir das jetzt auch ausprobieren, um zu testen, ob wir aufeinander stehen? Aber wir haben es nicht gemacht. Ey, aber da darf ich dir einmal ganz kurz Druck aus der Pumpe nehmen. Eine ganz kleine Anekdote. Die alten Griechen damals in Griechenland hatten zum Thema Liebe 7 verschiedene Worte. Das, was wir alle kennen, ist Eros. Eros ist die Liebe der Leidenschaft zur Begegnung. Und die anderen 6 Worte, die kann ich dir jetzt leider nicht, also die weiß ich jetzt leider nicht, aber es gibt eine Liebe zu Sachen, es gibt eine Liebe zu Familie, es gibt eine Liebe zu Freundschaft, es gibt eine Liebe zur Ebene, es gibt eine Liebe zu Aktivitäten. Ich meine, ich liebe es, die Kamera zu führen. Ich will nichts anderes in meinem Leben machen. Genauso habe ich mein Auto geliebt früher. Dann hast du es verkauft. Und dann habe ich es verkauft und dachte, scheiß doch, neues Auto. Ja. Aber ich liebe das auch, mit meinen Freunden zu chillen. So. Und das ist doch eine ganz andere Liebe als die Liebe zu einer Frau. Und die alten Griechen würden sich schämen, wenn sie wissen würden, dass wir nur ein einziges Wort dafür haben. Und das ist der Fehler in unserer heutigen Society, dass wir für all diese 7 verschiedenen Lieben immer nur ein Wort haben und alles unter diesem einen Decknamen vergleichen wollen. Ich bin mir sicher, ihr beide liebt euch. Ich bin mir sicher, wir beide lieben uns. Mhm. Ich bin mir sicher, ich liebe mein Auto. Mein neues. Viel schnelleres, besseres, neues Auto. Wir 4 und dein Auto sollten jetzt rummachen. aber, dadurch, wir sind so verwirrt. Wir denken jetzt, okay, ich liebe euch, aber sollen wir jetzt rummachen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber wir spüren trotzdem etwas, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist das, was diese Griechen früher vor 5 Millionen, vor 227 Jahren. 5 Millionen. Aber das ist wichtig. Angelo ist so weise. Du hast auch gerade ein Kompliment bekommen, dass du so ehrlich bist. Ehrlich und weise haben wir gerade gesagt. Hey, du warst ehrlich. Hey, ganz ehrlich, das war ehrlich. Ist crazy, ja. Ich glaube, dass wir generell so viel auch denken, dass das unsere Meinung ist, aber es ist gar nicht unsere Meinung, sondern es ist einfach die Meinung von den gesellschaftlichen Normen, ne, die wir halt ganz unterbewusst adaptieren oder auch gelehrt bekommen von klein auf, von der Schule und sonst was. Ey, wie viele schwulenfeindliche und auch ich sehr viele rassistische Jokes ich immer wieder abbekommen habe. Klar, ne, das prägt einen natürlich in dem Sinne. Und ja, crazy shit, Alter. Crazy shit. Moment. Das war ein sehr weirder Moment. So. Und ich weiß, ich finde wirklich, die zwei besten Friends, die halt zocken miteinander und sich lieben im Spiel, küssen sich. Und John und ich gleichzeitig gucken uns so an. So. Ich kann dich nicht mal angucken, Leute. Das ist so lustig. Wir haben halt auch nicht gelacht. Ich glaube, in dem Moment haben wir gar nicht gelacht. Nee, wir haben so geguckt. Und dann haben wir wieder zurückgeguckt. Ja, okay, warte. Was denkt er gerade? Hat er selber gedacht? Aber wir mussten danach reden darüber. So, ey, John, was waren deine wahren Gefühle darüber? Also, so lustig, Alter. Und so, ja, einfach mega weird. Ich meine, ich kenne John halt mega lang schon. So, ne? Aber klar, ne, es ist trotzdem eine Liebe so irgendwo. Also eine freundschaftliche Liebe. Wenn du irgendwo in der Scheiße hockst, ne, dann scheiße ich gerne nochmal da rein einfach so, ne? Genau das. Ja, und bei euch halt beiden auch. So, wenn ihr sagt, ihr steht im Regen, ne, dann bin ich der Erste, der einen Schlauch holt und euch abspritzt. So. Ey, das ist doch eine geile Frage. Hattet ihr mal einen Korb bekommen? Digga, Schulzeit war voller Körbe, Alter. Ich wusste gar nicht mehr. Ich dachte, ich mache einen Obstladen auf, Digga.
Echt Katastrophe. Ja, aber Alter. Auch so, zum Beispiel, ich hatte mal, ich wollte mal, also ich habe, was ich früher gemacht habe, oder ich habe im Endeffekt kein Problem damit, Frauen, Mädels auf der Straße oder irgendwo anzusprechen, wenn ich die attraktiv finde. Ja, ich gehe hin. Mach ich niemals. Ich gehe hin, spreche die an, easy peasy. So. Traue mich nicht. Ja, ich habe das auch geübt. Ich habe mit 16 angefangen, das zu üben. Echt jetzt? Ja. Ihr beide, ne? Ihr seid beide solche. Ich habe, mein Lieblingsfilm 10 Jahre in a Row war Hitch, der Date Doktor. Ey, ich habe mit 16, das ist ein toller Film. Das ist so wack. Ich habe mit 16 gesagt, so, ey, heute spreche ich 30 Frauen an. Okay, einfach das so. Habe ich nie gemacht. Und dann habe ich die das durchgezogen. Für mich war bei Hitch der Date Doktor einfach so die Mentalität zu sagen, man steht sich selbst. Jetzt hat es studiert. War so. Nein, ich stehe mir nicht. Jazz hatte studiert. Ey, ich hatte so coole Begegnungen mit Frauen, einfach weil ich sie so angesprochen hatte, auf der Straße. Warum machen wir das denn nicht mal? Ey. Miteinander? Weißt du, was ich auch gemacht habe? Das fällt mir gerade ein. Ich habe sogar in Köln vor so 6-7 Jahren, habe ich gedacht so, okay, ich mache mal so Selbstbewusstsein-Challenges. Mhm. Ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe mich in die Fußgängerzone in Köln auch einfach auf die Fußgängerzone auf den Rücken gelegt. Da einfach gechillt. Das ist halt Flirten und so getan, als ob ich mich sonne. Das habe ich einfach mal gemacht. Wie so ein kranker Psychopath, okay, check. Mhm. Ja, ich wollte einfach mal ein paar und ich habe halt, keine Ahnung, ab und zu am Bahnhof einfach mal, wenn ich die Bahn gewartet habe, angefangen Liegestütze zu machen. Ja, aber du kannst es auch. Wenn ich mich hinlege und anfange Liegestütze zu machen, dann sieht das aus, als ob ich aufstehen möchte. So. Ey. Bitte, der dritte Versuch, ich kann nicht mehr. Oh Gott, ey. Ja, aber was du gemacht hast, du hast ja gewisse Blockaden einfach abgetötet. Ja, aber ich finde das so extrem wichtig, wenn man Blockaden hat, dass man dagegen was tut. Und das machen halt die wenigsten Leute, die bleiben halt immer in ihrer Komfortzone. Deswegen habe ich immer gedacht so, okay, ich will irgendwie, ich finde das Mädel hübsch, aber ich traue mich hier nicht anzusprechen. Das hat mich so sauer gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, ich spreche heute 30 Frauen an. Habe mir mit 16 irgendwie drei Bücher geholt und den ganzen Tag gelesen. Hier mit irgendwie warum trainieren wir bei dir Muskeln statt das? Das ist eine gute Frage. Ich hab eine Zeit lang, mentale Stärke. Ey, Alter, so eine Story. Ich hatte einen Kollegen, da war ich 18. Mhm. Und ich hatte ihm so ein bisschen erklärt, wie er so Frauen anspricht. Mhm. Ne? So, ja, geh so hin, mach das so und so. Und dann sag das und das, bla 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 und so weiter und so fort. Und ich habe echt so eine Stunde oder zwei mit ihm so geredet und all das. Und danach habe ich ein Jahr später nochmal getroffen. Und er hat ein Lehramtsstudium gemacht für Grundschullehramt. Mhm. Und ich meinte, und wie läuft's und bla 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 und so weiter und so fort. Und der so, ja ey, läuft gut, ey Alter, ich habe so viele Mädels kennengelernt in diesem Lehramtsstudium, ich kann mich gar nicht mehr von Nummern retten. Der ist so explodiert, nur dadurch, dass ich ihn zwei Stunden lang erklärt habe, wie er das alles macht. Der war so voll begeistert davon und hat dann einfach in seinem ganzen Studium quasi einmal die ganzen Studentinnen quasi gedatet. Crazy. Ich muss eine ganz kurze Story erzählen so und ich muss auch sagen, dass das, was du erzählst, ne, da muss man halt trotzdem dennoch in Übung bleiben. Weil ja. Ich hatte halt mal so eine kranke Trennung gehabt. So, ich habe mal ein Video gemacht, das ist mein dunkles Ich. Ne? So mein Draw My Year, mein einziges Draw My Year, was gezeichnet wurde von diesem Herrn hier, ne? Wo ich halt ein bisschen über das dunkle Ich gesprochen habe. Das war meine übertriebenst krasseste Depressionsphase wegen einem Girl. So, ne? Mhm. Und nachdem ich ein Breakup hatte, war das erstmal... Es war ein Ding der Unmöglichkeit, überhaupt mit einer Frau zu sprechen. Ich konnte ein Girl, ich war so bei einem Girl, so. Ich konnte die gar nicht anschauen, so. Ich war extremst kaputt, zerstört, sonst was, ne? Weil ich halt auch durch die Beziehung halt irgendwie ganz weit abseits war von halt, ne, weiblichen Freundschaften. Mm. Und obwohl ich sehr viele Frauen als Freunde hatte, durchs Tanzen, durch Hip-Hop-Tanzen, weil ich ja noch Hip-Hop getanzt habe, ne? Alle weg, alle Freundschaften gekillt und sowas. Danach konnte ich gar keine Frau mehr anschreiben. Und dann kam eine Person, die mir so aus dem Loch geholfen hat. Die habe ich auch erwähnt in meinem Draw My Year, das ich ja vor 4-5 Jahren hochgeladen habe. Und der war so der übertriebenste Pickup-Artist. Mhm. Der, alle Leute meinten so, ja, es wird besser hier und da, alles Zeit und sowas. Und, ne?
Und dann kam so ein Typen, der meinte so, yo, Mann, du bist der Chosen One, Alter, ich bring dir bei, wie du hier, ne, das Game der Liebe kennenlernst und so weiter. Ich dachte, Digga, was ist das für ein Typ? So, okay, gut. Und dann musste ich nämlich auch solche Sachen machen, wie halt 10 Frauen ansprechen auf der Straße, so. Hast du gemacht? Ich hab's gemacht, ja. Oha. Ich hab dann 3 oder so 4 Frauen angesprochen. Mehr ging halt einfach sechs, nicht, ne? Den Rest von 6 einfach aufgehört und geweint. Viel geweint, auf jeden Fall. Aber man ist am Anfang so fucking aufgeregt, wenn man das mega, macht. Mega, mega. Klar, und du merkst halt auch, wie es bei jedem mal einfacher war. Und dann habe ich ja noch bei den Apes gelebt, ne? Und ich weiß nicht, aber ich glaube, das hat man sehr, sehr klar gemerkt bei den Apes aus, die, nicht wo ich da bei denen gelebt habe, sondern bei den Apes, die waren immer so auf Frauenparty, dies, das, bla, 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 ne? Action, Abenteuer, dies, das, Energie, Reibung und sonst was, ne? Klar, da dachte ich erstmal, ne, okay, alles hier fucking Alpha-Wesen hier, ne? Und ich komme hier als der Gamma erstmal hier in diese Gruppe dazu. Hab nebenbei einen Coach, ne? War ja irgendwie dann auch mein Coach, der dann so mich so voll auf Pickup-Artist und auch sein Bruder extrem erfolgreich hier und da. Nur Stories gehört, aber ich hab's auch live gesehen. Der ging zum Mädchen, guck mal hier, wie ich das jetzt mache. Geht zu einem Mädchen so und redet dann mit der und ich so, boah, krass, ne? Ja, guck mal, ich hab Nummer geklärt, ne? Ich so, ja, krass, und triffst du dich mit der? So, der so, nö. Übung. Mhm. Und ich dachte, ich konnte es gar nicht nachvollziehen. Ich dachte, krass, das Mädchen ist voll das hübsche Mädchen und auch interessant und die war so süß gelächelt und warum, ne, warum ist da nicht mehr, ne? Der so, ja, nee, ist für mich Übung. Wo ich dachte, crazy, Alter. Und in dem Moment dachte ich gar nicht so, habe ich direkt abgeworfen von, okay, ist ein hübsches Mädchen, sondern der Typ ist krass, ich will so werden wie der. Weil klar, ich war in dem Moment mentally komplett down und dann komme ich halt zu den Apes, die dann halt auch nochmal so voll auf Alpha-mäßig unterwegs waren, was das Abschleppen anging, in dem Sinne Alpha, ne? Was daraus geworden? Was daraus geworden ist, dass ich wirklich auch teilweise dann in dem Moment sehr keine Probleme mehr hatte, im Club halt jedes Mädchen halt anzusprechen, die ich halt ansprechen wollte in dem Moment, ne? Aber hast du das genauso? Es war auch, oder? Es war auch erfolgreich, aber jedes Mal, wenn ich ein Mädchen getroffen habe, war es halt dann nicht auf Abchecker-Modus, dies, das und sowas, sondern ich habe halt trotzdem genau das Game gespielt, was ich sonst immer spiele, und zwar das, lass uns eine schöne Zeit haben. In dem Moment hat sich das Mädchen sehr oft dann halt auch verliebt. Also, das klingt mega überheblich jetzt gerade, aber das Mädchen hat sich sehr oft verliebt. Hast du das zugelassen? Bei dir auch? Ich war dafür verantwortlich, dass es so passiert ist, aber ich konnte es nicht anders, weil es nicht, alles andere wäre unauthentisch gewesen. Ich hätte immer gedacht so, okay, das checkt die dann, das passt, funktioniert nicht, das passt nicht zu mir, das bin ich ich und sowas, ne? Also hast du quasi eine Rolle gespielt, die sie angebaggert hat? Nee, ich habe einfach, ich war einfach nur weg von diesen Blockaden und Barrikaden und konnte halt ich sein, aber ich habe vielleicht zu viel dann Interesse auch gegeben, so, weil ich es dann so einfach konnte auf einmal, weil es einfach dann aus meinem Mund floss oder an meiner Bewegung, an meinen Berührungen und sonst was, ne? Mhm. Und das war die Zeit, wo es dann irgendwie erfolgreich war im Sinne von viele Frauen kennenlernen und auch mit vielen Frauen, ne? Auch so, auch One-Night-Stands waren auch einige da am Start auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich gemerkt, so, das ist voll nicht mein Vibe, so, weil irgendwie stehe ich dann doch auf eher eine Bindung. Und dann bin ich in einer Beziehung und merke, ich kann gar keine Bindung führen. Ich bin komplett fucking lost auf diesem Planeten. Weil ich in jeder Beziehung einfach fucking scheiße war, Mann. Ja. Und in jedem One-Night-Stand war ich aber auch nie ein cooler Typ gegen Ende, aber ich habe... Ja, du bist eingeschlafen halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, One-Night-Stand war für mich auch immer total unattraktiv. Ich hatte auch ein, zwei, also wirklich ein, zwei sage ich als... Ich hatte zwei. Punkt. Die haben sich trotzdem weiterentwickelt, nicht nur zu One-Night-Stands, sondern eben zu weiteren Kontakt gepflegt. So, ne? Weil ich konnte das nicht. Ich konnte nicht einfach abbrechen und sagen. Es hat mich einfach trotzdem immer noch interessiert, die Frau. Weil man hat ja was gemacht miteinander, was ja aufregend war. Ja, genau, weil das ist die Sache so. Ich hab nie gesagt, also ich war bei meinen One-Night-Stands war nie so, komm, ich stepp dich ab, dies, das und sowas, nie. Warum grinst du? Also, es ist wirklich so, ich habe immer ich wollte immer nur bei John so aussehen, aber gleich einpennt. Nee, weil ich habe immer dafür gesorgt. Boom, Jess, go personal training. Boom. Ich habe immer dafür gesorgt, dass beide Seiten es wollten und auch Spaß hat und einen schönen Moment mitnehmen. Immer. Obwohl ich es halt irgendwie anders gelernt habe von meinem Coach, mit dem ich halt auch jetzt keinen Kontakt mehr habe. Hey, du musst auf jeden Fall jede Frau besser da lassen, als du sie vorgefunden hast. Ja, ja. Sie hätte mit dir was erfahren. Ja, auf jeden Fall. Sie hätte was mit dir gelernt. Sie hätte mit dir eine Erfahrung. Ob es jetzt die beste ist. Ich kann gar nicht verstehen, warum Leute in irgendeinem Sinne asozial sein können zu irgendwelchen anderen Menschen. Das verstehe ich auch nicht. Aber ich doch, verstehe ich. Asozial zu sein? So, ja, ich kann es dir gar nicht... Außer wenn die auch für asozial sind, zu dir. Nee, weil die schwach sind. Ja, okay. Ja, okay.
Klar. Also, was heißt verstehen? Ich kann es, doch, ich verstehe es. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, okay, nicht nachfühlen. In diesem Sinne verstehe ich es auch, weil ich hatte auch echt tolle Momente mit Frauen, wo ich jetzt nicht mit denen geschlafen habe und dachte, hey, wir viben derbe miteinander und auf einmal hat sie durch irgendeine Kultur gelernt, man darf sich 3 Tage nicht melden oder so. Und auf einmal war so bei mir nach 3 Tagen der Moment, wo ich dachte, fucking hell, mein Herz schmerzt. Ich würde echt gern was von dir lernen und wissen und ich würde dich gern kennenlernen. So. Crazy, weil das, was du erzählst, dieses falsche Kultur, ne? Perfekt beschrieben, weil ich habe nie das richtige Wort dafür gefunden, aber dieses so, okay, du musst hier eine Kontaktsperre haben, dann musst du dir auch ein bisschen time freezen, dann musst du hier und da zurückschreiben, du musst wenig Interesse zeigen so letztendlich und dann antworte nur mit denen, aber mach keine Smileys und sie hat nochmal ganz andere Tipps. Sie bekommt nochmal ganz andere Tipps, so ja, okay, du musst das und das machen und so weiter und du merkst im Endeffekt, wie passen meine Texte eigentlich in diese Strukturen hinein, dass ich nichts falsch mache, so, ne, weil die Leute, diese Experten im Internet sich die ganze Zeit preisgeben, wie, du kriegst jede, die du haben möchtest, klar, ne, Leute, die schwach sind und jeder kann schwach sein, der größte Pickup-Artist kann sich trotzdem schwach sein irgendwo, ne. Ja, das checken ja auch die meisten Leute nicht, jeder hat seine Schwachheit. Oder bei den Fische, wenn ich jetzt ein Mädchen kennenlerne und wir sagen, okay, wir sind alle aufs Äußerste und sie ist super heiß und ich möchte sie kennenlernen und sie hat sich am ersten Date derbe rar gemacht und beim zweiten Date oder nach dem dritten Date hört sie nicht auf, mir zu schreiben, dann kann es sein, dass ich in einem Moment bin, wo ich einfach PlayStation spiele und nicht gestört werden will und dann ist es einfach nicht das Richtige in dem Moment. Ich muss kurz unterbrechen. Ich weiß seit einer halben Stunde nicht, worüber wir reden. Ist doch egal. Also ich habe. Und dann verlierst du das Interesse. Aber das liegt nicht an ihr, es liegt nicht an dir, es liegt an der Gesamtsituation und nicht an irgendwelchen Coaches, die irgendwas. Genau, voll. Also ein anonymer Spender, hier 10 Euro, danke dir für eure Unterhaltung, gerade mega interesting, kann zwar nicht wirklich mitreden, bin 22, hatte noch nie eine Beziehung und das, obwohl in meinem Studium und auf der Wache Umgebung von Männern bin, kann mir nicht vorstellen, dass mich wer mag. Einfach ein bisschen offener sein und ein bisschen mehr Fröhlichkeit und Liebe in die Welt geben. Ganz ehrlich, die meisten Leute sind halt schwer, einfach... Das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Ich weiß. Das ist so, wenn du dann da bist, dann sagst du, der Typ hatte recht, aber dahin zu gehen, wenn man gar nicht da ist, ist manchmal schwierig, weil ich gebe auch manchmal... Guck mal, sagen wir mal so, ich habe auch einen Kollegen, ja, den kennen die meisten von euch, ich werde nicht seinen Namen sagen. Der heißt Johann. Nein. Den habt ihr in einem Video gesehen, ne? Aber ich werde jetzt nicht seinen Namen sagen. Aber der hat mega Probleme damit, weil er sich selber die ganze Zeit kritisiert. Ja, aber das ist ein fucking Mindset. Genau. Und dann hab ich dem mal einen Tipp gegeben fürs Leben und der meinte so, ja, aber wie, aber hä, was, ne? Und irgendwann, nur ein Jahr später, meinte so, ey, dein Tipp war ja das Beste, was ich jemals bekommen habe. Ja, klar, ne? Und deswegen ist es manchmal so ein bisschen schwierig. Man gibt einen Tipp und man versteht den nicht, begreift ihn erst in 2-3 Jahren und dann ist er erst überhaupt wertvoll, so. Weißt du was? So, warum sehen wir nur aber Smileys? Der größte Tipp, den ich geben darf, von hinten links aus den schlechten Reihen. Billige Reihen. Du lädst niemanden nach Hause ein, wenn es bei dir unordentlich ist. Sorge dafür, dass es bei dir zu Hause geordnet ist und du dein Ort liebst und dann kannst du Leute einladen. Sollte eher der Mann mehr verdienen oder die Frau oder beide gleich? Safe beide gleich, auf jeden Fall. Safe, ist egal. Safe beide gleich. Also wenn ich eine Freundin habe, also das ist nicht annähernd irgendwie wichtig oder sowas, aber wenn eine Frau, die ich liebe, die in mein Leben gehört, jetzt mehr verdienen sollte als ich, dann bin ich ja glücklich. Für sie, weil sie ja glücklich ist dadurch. Außer sie ist halt fucking unglücklich. Aber dem. Mit dem gleichen Beruf, also mit der gleichen Stelle, gleicher Posten, den beide. Ich glaube, da um geht's. Ja, aber dem, das Mindset haben nicht so viele, wie man denkt, ne, tatsächlich. Das ist dieses, ja, wenn jemand mehr verdient als ich, meine Frau mehr verdient als ich, dann. Ja, aber dann musst du dann kannst du dich halt einladen lassen. So geil. Ja. Wie lange bist du schon Single? Ich also kürzer, als ihr denkt. Ja, weil ich das halt nicht preisgebe, weil es halt sehr, sehr privat ist für mich einfach. So, ich muss ehrlich sagen, so dass ich wirklich, wenn ich jetzt eine Beziehung hätte, ich würde es nicht preisgeben. Wirklich nicht, weil... Willst du noch was trinken? Teilweise kann sowas echt... Ja, sowas kann teilweise eine Beziehung echt zerstören. Also ich würde es, sagen wir mal so, vielleicht, wenn ich merke so, es ist die Richtige, würde ich vielleicht sogar sagen, okay, da ist jemand, ne, die ich mag, die ich sehr gerne mag. Aber... Einfach komplett Bowling gespielt. Alter. Digga, John, okay, Kiki. Wer macht Stress im Club? John auf jeden Fall. Wer der schon so klatscht? Auf jeden Fall! Oder du?
Ey, John macht safe am meisten Stress. Nein, was sagst du Frauen, die größer sind als ihr? Ist euch das egal oder wie steht ihr dazu? Mir persönlich, ich habe kein Problem damit, wirklich nicht. Weil ich würde sagen, ich hätte vor ein paar Jahren vielleicht ein Problem damit, aber mittlerweile gar nicht mehr. Ich finde sogar eher, mich reizt etwas, was ich vielleicht damals vielleicht nicht so wollte oder nicht gefühlt habe oder sonstiges. Ganz ehrlich, ich habe meinem Chat letztens erzählt, dass du eine Silberzunge hast. Kennst du das? Weißt du, was das bedeutet? Das ist jemand, der Dinge, die einem gesagt werden, so in dem Sinne verdrehen kann, dass es wieder pro für einen steht. Ja, das bin ich. Das bist du, Alter. Deswegen, Silberzunge. Ey, Digga. Deswegen ey, Digga, so öffentlich würde ich mich, so argumentativ würde ich mich nicht mit ihm battlen, aber so in meinem Stream, dann kann ich sagen, was ich will. Ja, weil ich da nicht antworte. Nee, ich wollte nur meinen Bizeps checken. Ja, aber ich wollte. Ja, okay, gut. Gute Freunde von mir machen viel auch außerhalb des Dienstes. Aber das ist eine ganz andere Ebene. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer je mehr als eine Freundin in mir sehen wird. Ein Juhu auf mein Selbstbewusstsein, Herr Fun. Aber guck mal, das habe ich doch auch schon, habe ich das nicht auch schon mal erwähnt gehabt? Ich war so unglaublich krass unselbstbewusst in meinem, damals in der ganzen Schulzeit. Ich habe nur Abfuhren bekommen und das waren nicht viele, weil ich mich generell bei den anderen gar nicht getraut habe, ne? Wirklich nicht, aber es lag halt daran, weil ich halt, wie gesagt, ne, dieser Typ bin, der sich alles immer schlecht reden kann, wie er möchte halt so, ne? Und das fickt letztendlich das Selbstbewusstsein so. Und ich muss auch so ehrlich sagen, ich durch diesen Pickup-Typen, der mich dann irgendwie gecoacht hat, so in dem Sinne, da ging es halt wieder besser und danach ging es wieder schlechter, weil Selbstbewusstsein eine Sache ist, da musst du halt immer wieder dran arbeiten, immer wieder auffrischen, so aber aktiv bleiben. Es ist aber, meiner Meinung nach, eine Sache, wie man, also dass du das schreibst, zeigt ja, dass du das selbst von dir denkst. So in dem genau, Sinne. Und das, aber das wenn du bestimmt schon, bestimmt schon du, deine wenn Form. Wenn du dich verbessern willst, ist, ich habe das schon so oft zu dir gesagt, so mein Motto ist, Fresse halten und machen. Ich weiß. Einfach sich die Ziele stecken und dann irgendwie versuchen, aber das ist zu, das ist sehr generisch. Das ist so. Ja, aber das ist da einfach das. Das ist stimmt. Das ist einfach das, aber das, ey, ganz ehrlich, das ist nicht einfach so. Ja, genau, weil jeder. Ja, weil und diese, du sagst so Problem. Was ist das denn für eine Ausrede? Das ist nicht einfach. Ich weiß. Ja, manche Leute ja, haben, aber, könnten es gibt ja, halt Leute. Aber zum Beispiel, guck mal, die Leute. Warte, eine Sache will ich sagen. Die Leute. Ich sagen, ich reden sich. Jess und Wichser. Jess und Wichser wollte ich nur ganz kurz. Boah, du machst gleich 10 Sätze Handkick. Oh! Gleich 10 Sätze von der Übung. Nein, guck mal, das, die Sache ist, die Leute beschweren sich über Sachen, aber die meisten Leute fangen ja nicht mal an, sich einfach mal ihre Probleme, einfach mal ein Notizbuch zu nehmen und Tagebuch zu führen und hinzuschreiben. Das ist gut. Okay, ja. das stört mich. Und was kann ich jetzt dagegen tun? Das. Und dann steht da zum Beispiel Action, ich kaufe mir dieses Buch, ich recherchiere mal bei Google oder YouTube University. Bei YouTube. Einfach aber nur, das ist schon viel besser, was du da sagst. Ja, das ist was ja, anderes. Das ist was aber anderes, das ist als take, was du am Anfang gesagt hast. Ja, aber das ist doch Take ist, Action. Ja. Das ist doch einfach Take irgendeine Action. Take fangt Action, die ja. Sachen, okay, dann aber das da ein ist, Tipp an die Leute. Fangt ist, an, euch Sachen aufzuschreiben mal. Das hilft schon. Okay, das macht das fast schon, keinen das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr, sehr guter das Tipp. Ich habe sogar ein Notizbuch. Ich schreibe alle 1 bis 2 Wochen immer so 2 bis 3 Seiten rein. Darf ich das lesen? Nein. Warum? Weil da einfach meine privaten Sachen drin sind, meine Ziele, welche Probleme ich gerade habe. Ich dachte, es gibt kein Geheimnis vor uns, so zwischen uns so. Und doch, paar schon. Tut mir leid, wenn du jetzt dich trennen willst von mir, darfst du das nicht. Einfach so, ja, man hat Respekt. Okay, jetzt. Yes. Okay, du hast auf jeden Fall ein sehr gutes Thema angesprochen, und zwar die Selbstreflexion. Und häufig ist es so eine Sache. Angelo springt jetzt wieder zu den Altgriechen. Hey. Nein, ey, ich lese nur hier gerade. Da hatte jeder einen Steinblock, wo er immer seinen ganzen Tag reingemeißelt hat. Das sind griechische historische Fakten. Aber das ist ein gutes Thema, was du angesprochen hast, weil viele Menschen haben das Gefühl, sie könnten alles immer im Kopf bewältigen. Das geht gar nicht. Genau, Alter, dein Kopf ist einfach nur eine Katastrophe. Schreib es auf. Lese es am nächsten Tag und dann wirst du feststellen, das ist voll der Bullshit. Da hast du mal einen guten Tag und liest die Einträge vom schlechten Tag und dann sagst du, wow, mir ging es gestern einfach nur schlecht. Und gleichzeitig wirst du an einem guten Tag was aufschreiben und am nächsten Tag, wo es dir schlecht geht, wirst du sagen, hey, gestern war ein toller Tag eigentlich. Und so kannst du dich selber reflektieren und motivieren. Es ist unmöglich, dass du das selber an einem Tag und für die nächsten Wochen, Monate immer wieder
festhalten kannst. Ich will gar nicht der Mentor sein, ist es. Aber nee, worauf es im Endeffekt geht, es ist Sachen aufschreiben, ist das es ist A cool, und O. Es ist cool, es ist nicht scheiße. Es ist so, weil, es ist eigentlich das Ding ist, beim aufschreiben klingt halt ist immer Hausaufgabe. Das klingt wack, so eine ist Hausaufgabe. Immer eine Hausaufgabe. Ey, aber nein, das ist so fucking wack. Nein, ey, soll ich so sagen, was wack ist? Ich habe mir sogar Glaubenssätze und Ziele aufgeschrieben und ich lese mir die ohne Scheiß jeden fucking Tag laut vor. Weißt du, was viele meiner Freunde machen, ist, sie machen sich ein Wallpaper, was sie erreichen wollen im Leben. Und dann gucken sie sich das auf dem Handy jeden Tag an. Und manchmal gibt es so Tage, da gucken sie nur rüber und swipen und gucken, okay, Nachricht incoming. Aber manchmal haben sie diesen Moment, wo sie die Uhr angucken und denken, oh f***ing hell, das Auto will ich irgendwann haben, das mache ich. Und dieses Tattoo hier, das habe ich mir eigentlich nur stechen lassen, weil ich mir... Muttermale, nein, Spaß. Viele Muttermale auf einmal! Nein, das habe ich mir stechen lassen, weil ich wollte das nicht jeden Tag sehen. So, ich dachte mir, ich will nicht jeden Tag an die Bedeutung erinnert werden. Dann habe ich Zähne geputzt und dachte so, scheiße, ich sehe es jeden Tag. Aber manchmal gibt es Tage, dann sehe ich das nicht. Und manchmal gibt es Tage, da sehe ich es und erinnere mich an die Bedeutung von diesem Tattoo und denke, Julian hat einen Bag-Sticker auf seinem Kopf. Und das ist das Einzige, was zählt. Du weißt die Story mit meiner Ex damals. Ja. Ne? Meine Ex damals hat mich so krass nach vorne getrieben, dass ich jetzt endlich überhaupt das den kompletten so krank, erfolgreichen Weg bis nach oben gemacht Dein habe. Dein ganzer fucking Erfolg ist teilweise fast abhängig von einem fucking Menschen so, ne? Ja. Aber letztendlich darf man auch nicht vergessen. Nee, nicht von einer Situation, von die einer, da passiert ist. Genau, darf man nicht vergessen. Ne? Und also die hat nochmal so einen extra Raketen-Hyperantrieb gegeben. Genau, ja. In dem voll, Moment. Und ja. Zu denen aber, das Gefühl weiter benutzt. Genau, Zeit. Aber es war ja nicht so, dass ich Superkräfte durchbekommen habe, sondern ich habe mein Mindset geändert. Und da habe ich auf einmal gelernt, krass, das Mindset zu ändern, wie krank das sein kann, wie sehr du zu einem Superhelden werden kannst, wenn du möchtest letztendlich. Ne? Das ist jetzt gerade, ich will mich gar nicht auf den Podest stellen, so superheldmäßig, aber ich meine, was du für Fähigkeiten auf einmal erlernen kannst. Was hast du im Endeffekt gemacht? Du hast dir ein Ziel gesetzt, oder nicht? Genau, letztendlich. Hast du gesagt, okay, aber ich habe das Ziel ja gefühlt. Ne? Ja. Weil die Sache ist, das Problem ist so, manche schreiben sich Ziele auf und warten am nächsten Tag so, ach gut, eigentlich klappt heute habe so, ich sie ne? geschafft, genau. Ich bin ein scheiß Mensch. Genau, es geht manchmal auch so, der Grund für das Ziel, beziehungsweise wirklich, gibt es wirklich eine Intention für das Ziel, eine Effort, ein Gefühl, eine Emotion für das Ziel, eine Angst vor dem Ziel, für das Ziel. Es geht vielmehr um Gefühle für ein Ziel. Das ganze Ziel muss viel lebendiger werden, als dass es einfach nur geschrieben ist. So, ne? Ey, da schreibt jemand erst Superheld und dann Burnout. Jo, also das ist super wichtig. True. Ja, aber wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, wo Burnout, wenn man nicht wirklich mit den richtigen Techniken und den richtigen Entspannungsmethoden und den richtigen Balance zwischen Arbeit und Mindset und so weiter halt, wenn man das nicht beherrscht, dann kriegt man halt einfach einen Burnout. Ist halt heutzutage so. Und das habe ich nicht beherrscht. Ey, wir geben 20 Euro für einen Haarschnitt aus, 30 Euro für eine Massage manchmal. Kann man auch 20 Euro für Krankenhaus ausgeben. 10 Euro für Manipedi. Der nächste gibt 50 Euro für einen Tank aus. Das ist was anderes. Aber wir geben im Monat 0 Euro für mentale Hilfe aus. Und das ist das Problem. Und das ist immer noch so eine Sache zu sagen, und, hey, warum? Ja, und, und Burnout, das ist scheißegal, ob du in Anführungszeichen Superheld bist, weil du irgendwie hier Influencer bist oder einfach nur ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, der Brief von John halt. Normalen Job hast und einfach dich da abackerst. Jeder kann Burnout kriegen und das liegt meistens daran, dass wir nicht reflektieren und auf unsere innere Stimme, auf unser Bauchgefühl hören. Ja. Und einfach nur irgendwie machen, dann kommen wir nach Hause und dann lenken wir uns mit Social Media ab, mit Fernsehen ab, mit... Ablenkung ist so ein Riesenthema in der heutigen Gesellschaft. Ja, und keiner kommt nach Hause und sagt sich, so, ich nehme mir jetzt mal eine 20 Minuten und nehme mal ein Notizbuch und schreibe mir mal meine Gefühle auf. Mhm. Das macht kein Schwein. Aber ich finde, jeden Tag kannst du es machen. Ja. Tagebuch führen. Morgens und abends. Tagebuch führen ist an sich so das Krasseste auf der fucking Welt, Mann. Ich auch, Junge, guck nicht so. Ju, geh mal lieber pinkeln. Ich habe einmal ein Notizbuch. Und ich habe nochmal, also ein richtiges Notizbuch, wo ich Schuh Sachen reinschreibe. Schuhküssen steht da. Ach, und hier habe ich zum Beispiel halt meine Sachen, halt meine Ziele, die ich erreichen will, die mich weiterentwickeln will, ne? Im Bereich Job, Beziehung,
Meilensteine für 2020 und wie ich mich fühlen will und was gerade meine Probleme sind. Ich schreibe mir das immer ständig auf und reflektiere. Das macht halt fast keiner und dann ist halt klar, dass man einen Burnout kriegt. Voll. Aber weißt du, was noch viel, viel wichtiger ist? Ich habe Hunger. Also, wir gehen jetzt nochmal raus essen, ne? Ein bisschen hier, wir müssen was essen, ein bisschen hier Aachen, ne? Unsicher machen, wir sind hier die Aachen. Ich kenne das gar nicht. Ihr müsst mal was zeigen. Ja, wir haben nur mit dem gearbeitet, wir haben den komplett Angelo hier. Es tut mir leid. Heute ist der einzige Tag, wo ich rauskommen darf. Krass. Wir haben auf jeden Fall mit Erotik angefangen, sind sehr, sehr tiefgründig in, wie soll ich sagen, in Motivation gegangen. Finde ich sehr cool, weil Erotik und Motivation... Ist fast das Gleiche. Ja, aber wichtig ist, wenn ihr mit niemandem reden könnt, so, ne, ist der beste Gesprächspartner immer ihr selber. Ne? Und manchmal... Aber Herr Stift. Richtig, manchmal sträubt man sich teilweise, sich die Antwort zu sagen, aber manchmal, wenn man sie liest, dann wirkt sie halt wie von jemand anderen. Und deswegen ist Aufschreiben enorm wichtig einfach. Bis heute schreibe ich mir so viele Gedanken, ich habe so viele Notizzettel, ich habe auch sogar einen kompletten Text gegen dich mal geschrieben. Das ist so krank und du kannst nicht mal schreiben. Du hast eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich würde dich aber verprügeln. Ja, aber guck mal, ich habe sogar einen Text über John geschrieben, ne? Weil wir auch mal, John, ich war, ey, es gibt keinen Menschen, mit dem ich mehr Streit hatte als John, ne? Außer, okay, Vince vielleicht noch. Aber ich habe einen Text an John geschrieben und danach ging es mir so gut, dass ich gar nicht mehr den Bedarf hatte, mit John zu reden, sondern dass ich selber reflektiert habe, krass, ich habe den Fehler gebaut hier. Du hast den Fehler gebaut, auf jeden Fall. Das ist aber meistens so. Ja, ist meistens so. Aber ich meine, bis heute schreibe ich noch sehr viel auf. Du schreibst sehr viel auf. So ja, ihr, ne? Also es ist schon so unglaublich krank wichtig, einfach manchmal Gedanken an sich selber wieder zurückzureflektieren in Form eines Textes. Also wer richtig cool ist, der nimmt sich morgen ein Blatt Papier, morgen früh oder heute Abend noch. Finde ich sehr cool. Und schreibt sich einfach mal ein paar Gedanken runter. Ey, auch gute Gedanken, ne? Ja, alles mal unterschreiben. Also die einfachste Methode ist, was läuft schlecht momentan? Einfach aufschreiben die Sachen. Mhm. Und danach drunter, wie kann ich das ändern und wie will ich jetzt sein? Und die beiden Sachen, das hilft so ungemein erstmal. Mega krass, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ne, dann schreibst du hier auf, was läuft schlecht? Ich habe Hunger. Und dann schreibst du da drunter auf, ich gehe jetzt essen. Aber das machen wir jetzt. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir rausgehen, dann ist Ende mit Aachen. Wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Wir sehen uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Peace. Wir chillen am Pool, komm doch vorbei. 30 Grad, ey, fuck my life. Urlaub daheim, spring einfach rein. Ein Mai Tai, 8,3. Wir chillen am Pool, komm doch vorbei. Insta-Story-Time.